Martin hat schon. Martin hat das Wasser verleiht. Das ist gerade mit dem Trinken so scheiße. Egal. Und wir haben Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Food Show Mini. Heute mal wieder etwas aus der Karl Mölle Getränkeherstellerfirma. Da steht keine Getränkebrauerei oder sowas drauf, deswegen da steht nur Karl Mölle Getränke seit 1929. Wieder etwas aus der Gspusi-Reihe. Und zwar Bio-Schlehe Hagebutte. So sieht das Ganze aus. Wieder in den hübschen Flaschen mit Liebe und Dankbarkeit auf dem oberen Label und der Blume des Lebens auf dem unteren Label. Haltet davon, was ihr wollt. Interessant sieht es trotzdem aus, denn das ist wieder mit sehr viel Schwebstoffen und sehr viel Fruchtstückchen in dem Ganzen. Für eine Limonade ist das eben relativ ungewöhnlich, wie ich finde. Sieht vielversprechend aus. Lasst uns den Kram aufmachen. Ich hoffe, das explodiert mir nicht. Denn, es schäumt auf jeden Fall wie Sau, ohne dass ich getrunken habe. Kohlensäure machen die ja immer relativ viel rein, was ich gut finde. Ich mag Kohlensäure. Und ich habe vergessen zu riechen, wie mir gerade auffällt. Okay. Es riecht auf jeden Fall sehr nach Hagebutte. Und ein bisschen auch nach Schlehe. Was ist eigentlich Schlehe? Ist das nicht einfach nur eine Blaubeere? Ich habe keine Ahnung, was... Ich gucke das mal eben. Ich recherchiere, eruiere. Schlehe. Habe ich noch nie gehört. Schlehdorn. Okay. Schwarzdorn, Heckendorn. Pflanzenart aus der Gattung Prunus. Okay. Tut mir leid, also ich kannte die Schlehe jetzt bisher noch nicht. Ist das ein Verbrechen oder so? Ich habe keine Ahnung. Das Getränk ist auf jeden Fall... Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich mich fast verstopft. Also ich merke hauptsächlich so ein bisschen Süße, aber auch nur ganz zart. Aber Geschmack ist da keiner. Was soll ich sagen über den Geschmack eines Getränks, das keinen Geschmack hat? Also es hat so ein ganz leichtes Hagebutte, aber das ist so, wenn ich einen Hagebuttentee koche und den Beutel nur 2 Sekunden reinhänge, so ungefähr kommt mir das vor. Ich bin gerade so ein bisschen... Es hat tatsächlich kaum Eigengeschmack. Bisschen Hagebutte und das ist sofort wieder weg und das war's auch. Vielleicht liegt's am Energetisieren, ich weiß es auch nicht. Nein, keine Ahnung. Ich bin tatsächlich überrascht und auch ein bisschen... Denn die anderen beiden Limos waren echt okay und sogar ziemlich gut, aber die hier ist so... Ne. Die ist eigentlich ziemlich... Also für... Eine Limonade eigentlich ziemlich ein Mist, muss ich, also ich bin ganz ehrlich, ich finde die ziemlich langweilig. Ich hätte keinen Grund, also wenn ich im Regal vor mir das Ding jetzt stehen sehen würde und überlege so, was trinkst du heute Abend? Ach Mensch, da ist ja die Bio-Schlehe Hagebutte von Karl Mölle, die lässt du mal im Regal stehen, weil da kannst du auch Wasser kaufen, ist billiger. Weiß ich nicht, also ich kann das nicht besonders gut bewerten, einfach weil wenn eine Limonade nach nichts schmeckt, das ist doch eigentlich der Punkt, warum ich eine Limonade trinke, damit ich einen interessanten Geschmack erlebe. Wenn das Ding aber nach einem Null nach irgendwas schmeckt, kann ich nicht sagen, jo, ist ja trotzdem ganz lecker. Zumindest muss ich davon nicht brechen oder so. Von daher gebe ich dem Ganzen 2 von 10 Punkten, weil das, also, ne, das ist einfach, das, da fehlt alles, da fehlt wirklich alles. Es fehlt Süße, es fehlt Geschmack, es fehlt... Das Einzige, was nicht fehlt, ist Kohlensäure und deswegen gebe ich dem 2 Punkte, aber also nö. Da ist nix. Also ich weiß nicht, ob meine Zunge gerade tot ist oder so, aber ich merke nix. Liebe und Dankbarkeit an euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Haare sind schon wieder, es ist furchtbar. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch einen sicheren und produktiven Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Gianna Brother. Macht's gut.